Ben Shalom. Donc, je m'appelle Philippe Röpke. Beru Jyotsna Patnaik. Ik ben Sigurd Boris uit België. Меня зовут Ирина Огородова. Florian Oswald. The school as a whole is very important for every teacher who's working with children, no matter whichever school it is. Because when I look at a child, I look at a child in what he's going to become. And it's important for me and my colleagues to understand that this child is going through different developmental stages, and what would this child need at each developmental stage to really fulfill his soul life. And if his soul life is fulfilled, he will realize his next capacity, that is to recognize his spirit and to recognize his aim in this lifetime. Oh, yes, das Schöne ist, dass wir jeden Tag auch die kleinen Kinder an unserer Schule sehen und auch die großen Kinder schon da sind. Und das macht nicht nur Spaß, aber man sieht auch, wo es hingeht. Man sieht den Weg. Dass diese Schulbewegung, dieser Schulimpuls eigentlich das große Ziel, den großen Wunsch hat, eine Ganzheit der Entwicklung zu begleiten, also ein Kind von Null bis zu einem Schulaustritt zu begleiten und ein Gesamtkonzept anzubieten. Und das heißt, dass alle die verschiedenen Erziehungsbereiche miteinander in Verbindung sind und in einem Austausch sind miteinander. Also das Kleinkind, dann die Spielgruppe der Kindergarten, die Klassenlehrerzeit, wo die Kinder so die ersten Jahre sind und dann auch bis zu einem Abschluss in der Oberstufe. Если мы рассматриваем этот вопрос, что значит школа в целом и что это значит для учителя работать так, что понимает целостность всего организма от детского сада до старших классов, то мы можем посмотреть на это именно с точки зрения развития ребенка. It's clear to me that if we adults would be able to grasp early childhood, middle childhood and adulthood in a total kind of a view, children will benefit a lot from that. Society will benefit a lot. And I think also we as grown-ups will have the chance of developing further. Das Ziel meiner Arbeit ist nicht ein Kleinkind wickeln. Das Ziel meiner Arbeit ist auch nicht nur, ich möchte den Fünfjährigen eine ganz kreative Spielmöglichkeit verschaffen. Nein, mein Ziel ist, ich möchte einen Menschen erziehen, der sich selbst, der sein eigenes Leben in bestimmter Weise in die Hand nehmen kann und der sich harmonisch in die Gesellschaft einfügen kann, der die Gesellschaft verändern kann. Das ist doch mein Ziel. Dieser Schulimpuls ist ein ganzheitlicher Schulimpuls, das heißt von Null bis zu einem Schulaustritt. Und das bedingt auch, dass man eine Entwicklung verfolgt. Das heißt, auch die Menschen, die darin tätig sind, miteinander in einem starken Austausch sind und immer Entwicklung als Ganzes denken. Wenn wir denken, dass wir es allein schaffen, dann sind wir einseitig. Dann sind wir auch nicht richtig auf dem Weg zur Zukunft, weil wir das, was wir machen wollen, da brauchen wir die anderen Leute. Da brauchen wir eine Zusammenarbeit.
Dadurch, dass möglichst jede Woche eine gemeinsame Teamsitzung stattfindet. Zum Beispiel über ein bestimmtes Kind sich austauschen. Beobachtungen, die man gemacht hat, von möglichst verschiedenen Seiten. Probleme in der schulischen Entwicklung, in der körperlichen Entwicklung. Und das nicht nur macht jetzt für Kindergartenkinder oder für Kinder in Unterstufe und der Oberstufe, sondern das gemeinsam austauscht. The effort of bringing the whole group together at least once or twice a year is such an effort that sometimes you just give up. Find a theme and discuss it from all angles and ages. Yeah, it's a big effort and doesn't happen, not even every year. I can't even tell you anymore that it's because we are in our first steps. We are not in our first steps. It's already 28 years that we have the school. So it's an attitude and habits that we haven't been able to change. Тогда мы вынуждены работать не просто отдельно детский сад, средняя школа, старшая школа, а мы работаем совместно над какими-то темами, которые касаются именно Now the structure of the meeting is done in a very organic way. We include child study almost every week and study of anthroposophy. And at the moment we are doing study of man because we are looking at all of us teachers owning the lectures of study of man by the time we complete 100 years of world of education. Then we request one of the teachers in the circle to share one special moment in their class. Die Qualität von den Leuten, die im Kindergarten arbeiten, ist, dass sie ganz in die Situation sind, verbunden und sich auch so in Relation mit den Kindern verhalten, dass sie eigentlich die Kinder schützen wollen. Und dagegen gibt es die Leute, die in der Oberstufe arbeiten und die kritisch, ganz punktuell und unglaublich klar sind, auch die Möglichkeit haben, um nicht drin zu sein, aber von einem gewissen Abstand das Leben anzuschauen. Und vor allen Dingen in der Oberstufe ist diese Teamarbeit und die Aufgabe, dass die Jugendlichen im Grunde die Lösung des Problems selber finden müssen, in einer Kooperation, wo der Erwachsene nur sozusagen den Rahmen hergibt, ganz ähnlich wie die wir im Kindergarten haben, um das Freispiel zu begleiten. Вот это совместное понимание учителей детского сада и учителей старшей школы, конечно, в середине классных учителей, как в каждом периоде времени мы можем работать силами мышления, силами воли, силами чувств, как мы это можем развивать и как эти силы трансформируются с детского сада к старшей школе. И тогда мы понимаем, что мы вместе работаем над одним. What would I really dream for the children in India? Is to have an upper school,
to finish Waldorf education up to grade 12, because I think then the flower is ready, it's blossomed, and the child is ready to go out into the world. That teachers, even if not knowing exactly how to do things, they know where is it coming from? What's the root of it all? Rather than a set of very successful tricks that you apply in the classroom. Dass ich da für Sie ein Vorbild bin, eine Möglichkeit für Sie, dass Sie sagen, oh ja, so geht das. So macht man das, wenn man das immer neu versucht als Lehrer.